Hier wird gefragt, Sinn von Alpha plus Beta mal Sinn von Alpha minus Beta sowie Sinn Quadrat von Alpha minus Sinn Quadrat von Beta zu berechnen, wenn man weiß, dass der Sinus von Alpha gleich 5/13 ist, der Cosinus von Beta gleich 3/4 ist und wenn man weiß, dass der Cosinus von Alpha streng negativ ist und der Sinus von Beta streng positiv ist. Um dieses Produkt zu berechnen, werden wir selbstverständlich diese zwei Additionsformeln für den Sinus anwenden. Also brauchen wir Sin Alpha, Cos Alpha, Sin Beta und Cos Beta. Wir kennen Sin Alpha und Cos Beta. Also müssen wir noch Cos Alpha und Sin Beta berechnen. Beginnen wir mit Cos Alpha. Wir wissen, dass der Sinus von Alpha 5/13 ist. Daraus und aus der Grundformel der Trigonometrie können wir schließen, dass Cos Quadrat von Alpha plus dieser Sinus von Alpha im Quadrat 1 ergibt. Woraus wir wiederum schließen, dass der Cosinus von Alpha gleich ist zu plus oder minus Quadratwurzel von 1 minus 5/13 im Quadrat. Aus der Hypothese wissen wir aber, dass der Cosinus von Alpha streng negativ ist. Also muss Cos Alpha gleich zu minus dieser Quadratwurzel sein. Das heißt, Cos Alpha ist gleich zu minus 12/13. Jetzt suchen wir den Sinus von Beta. Wir wissen, dass der Cosinus von Beta gleich 3/4 ist. Wieder durch die Grundformel der Trigonometrie können wir daraus schließen, dass Sinus im Quadrat von Beta plus dieser Cosinus von Beta im Quadrat 1 ergibt. Und daraus können wir schließen, dass der Sinus von Beta gleich sein muss zu plus minus dieser Quadratwurzel. Aber durch die Hypothese wissen wir, dass Sinus von Beta streng positiv ist. Also muss Sinus von Beta gleich zu plus dieser Quadratwurzel sein. Das heißt, Sin Beta ist gleich zu Quadratwurzel von 7 geteilt durch 4. Somit kennen wir also Sin Alpha, Cos Alpha, Sin Beta und Cos Beta. Für Sin Alpha plus Beta setzen wir also hier überall die numerischen Werte ein, so. Und diese Rechnung führt dann sofort zu diesem Bruch. Genau dasselbe für Sinus von Alpha minus Beta. Wir setzen hier diese 4 numerischen Werte ein und diese Rechnung führt dann zu diesem Bruch. Jetzt kennen wir Sin Alpha plus Beta sowie auch Sin Alpha minus Beta, also können wir jetzt leicht das Produkt berechnen, indem wir diesen Bruch mit diesem Bruch multiplizieren. Also so. Oben sehen wir a minus b mal a plus b. Da könnte man die binomische Formel einsetzen. A Quadrat minus B Quadrat. Und unten, die Nenner werden ebenfalls miteinander multipliziert und das führt dann sofort zu diesem Bruch. Sinus von Alpha plus Beta mal Sinus von Alpha minus Beta ist also gleich zu minus 783 auf 2704. Jetzt rechnen wir noch diese Differenz. Wir kennen Sinus Alpha und wir kennen auch Sinus Beta. Also dürfte es kein Problem sein, diese Differenz zu berechnen, indem wir Sin Alpha durch seinen Wert ersetzen, sowie auch Sin Beta. Diesen Bruch rechnen wir im Quadrat, den zweiten auch, und ziehen das Quadrat vom zweiten Bruch, vom Quadrat des ersten Bruches ab, und so finden wir genau dieselbe Zahl wie da. Dass das kein Zufall ist, werden wir im nächsten Tutorial sehen.